folgt es von 3 bis 4 Monaten. Damit fehlt ein wichtiger Außenverteidiger. Und jetzt der erste Schuss und das erste Tor in diesem Spiel. Roman, 11 Sekunden heißt es hier. 1-0 für die Mannschaft, die sicherlich schon einige Tage länger im Training ist als der BVB. Ein Fernschuss, der unten rechts einschlägt, abgefeuert vom Kapitän, von Benjamin Bayer. Gegen RWE da in der roten Erde anzugucken. Jetzt die nächste Ecke von der linken Angriffsseite, wieder durch André Schürrle, und Toprak ist da. Und das ist der Ausgleich, auch ohne Torlinientechnik. Das ist der Ausgleich, der Ball ist drin, dass er hinter der Linie gewesen ist. Und somit das erste Tor. Kaum befreien, Ober wird da im 5-Meter-Raum gesucht. Kann sich da allerdings nicht gegen seinen Gegenspieler durchsetzen. Kaum sage ich es, dass Essen etwas zurückgedreht hat, schon strafen sie mich da. Der Lüge, und da ist das 2:1. Wunderschöner Distanz. Schuss wieder mal. Es ist wieder Dominik Bayer. Ich glaube, es ist wieder Dominik Bayer. Also der hat heute wirklich da kräftig Zielwasser getrunken. Wieder außerhalb des 16. Aber gut. Und das hat Folgen leider. Da haben unsere Jungs nicht ganz so aufgepasst. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine direkte Variante war. Wenn nicht, war sie sehr scharf reingetreten. Aber die Nummer 9, Marcel Platzek, der im Lennig. Und ja, Neven Subotic hat ihn da so für einen Moment außer Acht gelassen. Und können Fußball spielen und sind hellwach in solchen Situationen. Und jetzt heißt es also schon, 2 Tore aufzuholen. 3:1. Nach 62 Minuten wird antreten. Da ist die Szene noch einmal. Da ist die Hereingabe von Piszczek. Und den kann man geben. Und Dembélé macht es verkürzt auf 3:2 in der 63. Minute. Hatte ich vorhin mal was gesagt, von 4:3 ist mir lieber. Als